Die Landesvolksanwältin von Vorarlberg stellte Montagvormittag ihren ersten Tätigkeitsbericht für 2010 vor. Seit 1,5 Jahren ist sie im Dienst. Landesvolksanwältin Gabriele Stähle, wie viele Fälle und Missstandsfeststellungen hatten Sie 2010 zu verzeichnen und wie sehen die Zahlen gegenüber 2009 aus? Im Jahr 2010 hatte ich insgesamt 642 Fälle zur Bearbeitung. Das ist eine leichte Steigerung gegenüber dem Jahr 2009. Da waren es, soviel ich weiß, 620 Fälle. Die Missstandsfeststellungen, die haben sich leider etwas erhöht. Das gab 14 Missstandsfeststellungen im Jahr 2010 gegenüber, ich glaube, 10 Missstandsfeststellungen im Jahr 2009. Jetzt muss man ja sagen, es geht ja hier nicht darum, dass man hier amtliche Wege zum Teil geht, sondern bei vielen Sachen handelt es sich um Beratungen. Welche Sachgebiete müssen Sie denn hauptsächlich behandeln? Das größte Sachgebiet ist nach wie vor der Bereich Baurecht, aber auch der Bereich Soziales, und im Zusammenhang mit Wohnbeihilfe hat es sehr zugenommen. Und ist oft der Fall, dass die Behörden nicht rechtswidrig gehandelt haben, also rechtmäßig, aber dass unter Umständen ein Ermessensspielraum vorhanden wäre oder vielleicht eine andere Lösung, die für alle Beteiligten lebbar oder machbar wäre. Und deshalb liegen mir persönlich Beratungen und Vermittlungen sehr am Herzen, weil auf diesem Wege oft bessere Lösungen erzielt werden können, als durch strikte Prüfungen und Missstandsfeststellungen, wo sich die Fronten eher verhärten. Bei Ihnen ist auch die Antidiskriminierungsstelle angesiedelt. Wo wurden Benachteiligungen festgestellt und wie kann man hier eingreifen? Die Antidiskriminierungsstelle in meiner Institution beinhaltet lediglich Diskriminierungen in der Landes- und Gemeindeverwaltung. Jedoch für Diskriminierungen in privaten Institutionen und dergleichen, da leiten wir das gerne an die zuständige Stelle weiter. Diskriminierungen, für die wir zuständig sind, sind lediglich also Diskriminierungen beispielsweise aufgrund des Geschlechtes, aufgrund des ethnischen Hintergrundes, aufgrund des Alters, aufgrund einer Behinderung und dergleichen. Am meisten Fälle waren Diskriminierungen aufgrund des Geschlechtes, kurz gefolgt von Diskriminierungen aufgrund des ethnischen Hintergrundes. Also kann man durchaus sagen, auch in unseren kommunalen Ebenen, Gemeinden, findet noch Diskriminierung statt? Selbstverständlich. Ich denke, es findet sogar wesentlich mehr statt als Beschwerdeführerinnen oder Beschwerdeführer sich bei mir melden. Ich denke, es ist noch zu wenig bekannt, dass bei meiner Institution die Antidiskriminierungsstelle angesiedelt ist.